Hi, hier ist wieder Christian und heute möchte ich euch das neue Update von Android Wear 1.4 auf der ASUS ZenWatch 2 etwas näher bringen. Im Zuge des Updates erhaltet ihr nicht nur die neueste Android Wear Version, ab sofort könnt ihr auch den integrierten Lautsprecher der Uhr nutzen, findet neue und nützliche Handgelenksgesten sowie Möglichkeiten, die Akkulaufzeit der Smartwatch zu verlängern. All das und noch einiges mehr zeige ich euch in den nächsten Minuten. Schauen wir uns im ersten Part dieses Videos die neuen Handgelenksgesten an, von denen es 5 an der Zahl gibt. Verallgemeinert kann man sagen, dass es zum einen Drehbewegungen und auf der anderen Seite Auf- und Abbewegungen gibt. Durch das Drehen der Smartwatch vom Körper hinweg kann durch Menüs, Benachrichtigungs- oder Google Now-Karten geswitcht, also nach unten gescrollt werden. Gleiches funktioniert natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung. Durch das Drehen zum Körper hin kann nach oben gescrollt werden. Hierbei ist es also nicht mehr notwendig, einen zusätzlichen Finger zu verwenden, um durch die Karten auf dem Startbildschirm bzw. der Menüs zu scrollen. In Kombination mit der dritten Geste, dem schnellen Absenken des Handgelenkes, können ausgewählte Karten geöffnet werden. Das Absenken des Handgelenkes kann mit einem Touch auf das Display gleichgesetzt werden. Hierdurch trefft ihr eine Auswahl. Auch hier gibt es wieder eine Geste für die entgegengesetzte Richtung, dem schnellen Anheben des Armes, wodurch ihr einen Schritt zurückgeht. Diese Geste kann mit der Zurücktaste auf eurem Smartphone verglichen werden. Als letztes gibt es noch das mehrmalige Schütteln des Handgelenkes zum Körper hin bzw. von diesem hinweg. Durch das mehrmalige Drehen kehrt ihr immer wieder auf euren Startbildschirm zurück, egal in welchem Menü ihr euch befindet oder welche App ihr geöffnet hattet. Eine weiterführende Anleitung zu diesen Gesten findet ihr auf eurer ZenWatch unter Einstellungen, Unterpunkt Bewegung und Anleitung Starten. Im nächsten Part gehe ich auf den Ambient-Modus ein, der es euch ermöglicht, die Akkulaufzeit der ZenWatch 2 zu verlängern. Sofern ihr mit eurer Smartwatch interagiert, zeigt euch das Display immer die maximal eingestellte Helligkeitsstufe an. Bis zum jetzigen Zeitpunkt war es so, dass durch Handauflegen auf das Display selbiges in den Ambient-Modus versetzt wurde. Das heißt, das Display wurde abgedunkelt. Mit Android Wear 1.4 reicht es aber schon aus, das Handgelenk abzusenken, nachdem ihr mit der Uhr interagiert habt. Damit ist die Uhr immer im Ambient Mode, sofern ihr nicht aktiv auf das Display schaut bzw. mit der Uhr interagiert. Der in der ZenWatch 2 verbaute Lautsprecher hatte bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Verwendung. Mit Android Wear 1.4 ändert sich das jedoch. Nun könnt ihr unter anderem Offline-Musik direkt auf der Uhr wiedergeben, Videos anschauen oder auch Telefonate führen. Für die Wiedergabe von Musik könnt ihr entweder die ASUS-eigene Anwendung ZenWatch Music oder Google Play Music verwenden. Dabei müssen zuvor Lieder definiert werden, die auf der ZenWatch 2 im Offline-Modus wiedergegeben werden sollen. Für Videos stehen im Play Store zahlreiche Apps zur Verfügung, unter anderem der hier gezeigte Wear Video Tube Player. Damit könnt ihr ganz einfach Videos auf eurer Android Wear Smartwatch anschauen, in diesem Fall der ZenWatch 2, und gleichzeitig den entsprechenden Ton anhören. Weiterhin könnt ihr nun bei einem eingehenden Anruf direkt über die ZenWatch 2 telefonieren, da diese nicht nur einen Lautsprecher, sondern auch ein Mikrofon besitzt. Voraussetzung dafür ist aber die Kopplung mit einem Smartphone via Bluetooth. Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick in die Einstellungen, da auch hier zwei Punkte geändert wurden, die für den einen oder anderen Nutzer interessant sein dürften. Über den Punkt Datum und Uhrzeit habt ihr die Möglichkeit zu bestimmen, ob selbige über das Smartphone synchronisiert werden soll. Von Werk aus ist diese Option aktiviert. Möchtet ihr jedoch die Uhrzeit und das Datum manuell festlegen, so markiert entsprechenden Punkt und stellt Uhrzeit, Format sowie Datum manuell ein. Über den Punkt Berechtigung habt ihr noch die Möglichkeit zu definieren, welche Apps mit welchen Berechtigungen versehen sein dürfen. Exemplarisch dafür könnt ihr zum Beispiel den Standortzugriff und die Sensoren für Google Fit aktivieren oder deaktivieren. Das war es auch schon mit meinem kurzen Überblick über die Neuerung von Android Wear 1.4 auf der ASUS ZenWatch 2, einem Update, das sehr viele und interessante Features mit sich bringt. Solltet ihr noch weiterführende Fragen haben, so hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar unterhalb dieses Videos. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.